Wayne Rooney und die Three Lions. Angst haben die vor nichts und niemandem, höchstens vorm Elfmeterschießen. Aber ansonsten sind sie hart im Nehmen, auch bei der WM in Brasilien. Anders als die deutsche Mannschaft haben die Engländer bereits ein Quartier für die WM gefunden. Das Royal Tulip Beach Hotel in Rio de Janeiro. Traumhafte Lage, direkt am Meer. So weit, so gut wäre da nicht diese schillernde, abwechslungsreiche Vergangenheit des Luxushotels. 2010 trug es noch den Namen Intercontinental. Als 10 schwer bewaffnete Männer vor dem Gebäude wild um sich schossen und anschließend im Hotel 35 Geiseln nahmen. Eine Passantin wurde getötet. Bei den Geiselnehmern handelte es sich um eine Drogenbande, die zuvor auf eine Polizeistreife geschossen hatte und dann ins Hotel flüchtete. Der Vorfall warf erneut ein schlechtes Licht auf die Sicherheitslage im WM-Land. Umso mehr beteuern alle, dass das Gebiet heute sicher ist. Der Schutz rund um das Hotel ist sehr gut. Wenn man hier ankommt, fühlt man sich sofort sicher. Vor allem, weil man weiß, dass die Polizei in den umliegenden Slums für Frieden sorgt. Ich glaube nicht, dass es hier in der Umgebung irgendwelche Probleme gibt. Nicht im und auch nicht außerhalb des Hotels. Hier hat sich einiges verändert in den letzten Jahren und es ist ohne Zweifel komplett sicher. Ich hatte in Bezug auf die Sicherheit überhaupt keine Probleme. Vielmehr waren die Leute freundlich und wunderbar. Wenn man sich verläuft, dann wird einem sofort weitergeholfen. Ich glaube nur, dass die Leute sich Sorgen machen müssen, die sich auch dumm anstellen. Wenn man all sein Geld öffentlich zur Schau stellt, dann zieht man die Aufmerksamkeit der falschen Leute auf sich. Aber wenn man schlau ist, dann glaube ich nicht, dass etwas passieren kann.